Servus Bayern-Fans und herzlich willkommen zum Spieltag-Teaser des Spiels Benfica Lissabon gegen FC Bayern München. Im dritten Spieltag der Champions League. Das Video kommt etwas später heute. Liegt daran, dass ich noch etwas angeschlagen bin und dementsprechend nicht ganz so schnell beim Arbeiten war. Dennoch würde ich gerne dieses Video trotzdem für euch raushauen. Und würde ich sagen, fangen wir gleich an. Dritter Spieltag, let's go! Vorher gehen wir aber noch auf das letzte Spiel ein, gegen Leverkusen mit einer historischen ersten Halbzeit. Bayern war auswärts in der Bundesliga noch nie so hoch zur Halbzeit vorne. Leverkusen auf der anderen Seite war daheim zur Halbzeit, meine ich, noch nie so hoch hinten. Dementsprechend ein Spiel, das definitiv gut zu bewerten ist. Und das sieht man auch an unseren Bewertungen. Dieses Mal hat niemand eine 9,8 oder so oder eine 10,0 oder sowas bekommen. Dafür hat unserer Meinung nach niemand zu sehr herausgestochen. Es war einfach eine sehr starke Mannschaftsleistung, wo Bayern einfach teilweise wirklich sehr schöne Passstaffetten rausgehauen hat, Leverkusen wirklich überhaupt keine Chance gelassen hat. Hier seht ihr unsere Ratings. Und ich denke, wir fangen an bei Neuer, der nicht wirklich so viel zu tun hatte, aber als er dann mal gefordert war, auch einmal oder zweimal da war. Beim Tor von Schick konnte er nicht wirklich viel machen, es war einfach gut gemacht von Wirtz und auch im Abschluss von Schick. Deswegen trotzdem ein starkes Spiel gemacht, 7,8 Bewertung von uns und ich denke, das könnte man so stehen lassen. Dann, Davis auf der linken Seite hat tatsächlich weniger gespielt als der Spieler, der dann für ihn reingekommen ist, hat mit einer 7,4 aber trotzdem ein starkes Spiel gemacht, hat das 2:0 für Lewandowski sehr stark herausgespielt mit einem starken Dribbling von ihm in den 16er rein, wo keiner von Leverkusen irgendwie ihm den Ball wegnehmen kann. Stattdessen, wer ihm den Ball wegnimmt, ist Lewandowski und der befördert ihn dann aber auch mit einer Berührung ins gegnerische Tor. Hernandez, von uns der schlechteste bewertet in der Startelf, hatte zu Beginn einige Schwächen, einige kleine Unaufmerksamkeiten, hat sich dann aber im Laufe des Spiels stabilisiert, ansonsten aber keine wirklich großartigen Aktionen oder sowas. War auch beim Gegentor durch Schick etwas zu spät dran. Ich weiß nicht, aber das wahrscheinlich hätte man das noch besser verteidigen können. Deswegen nur in Anführungszeichen eine 6,9er Bewertung. Sein Partner war dieses Mal besser als im letzten Spiel. Upamecano ja einer der schlechtesten Spieler, wenn nicht sogar der schlechteste Spieler bei der ersten Saisonniederlage gegen Frankfurt. Aber in diesem Spiel wieder solide, hat seinen Job sehr gut gemacht, hat auch eine Vorlage gegeben für ein sehr schönes Tor von Robert Lewandowski. Das 1:0 war es sogar. In der vierten Minute, wo der dann mit einem Hackentor findet, Hackenschuss, nennt man das so, auf jeden Fall mit der Hacke den Ball ins Tor reindrückt. Auf jeden Fall ein starkes Spiel von ihm, ebenso wie von Süle, auch er mit einer Vorlage, auch mit zwei Schüssen. Einer ging daneben, einer ging Müller an den Oberschenkel, wodurch der Ball dann ins Tor gegangen ist. Auch von ihm wieder ein gutes Spiel als Rechtsverteidiger, deswegen eine verdiente 7,6er Bewertung. Die gleiche Bewertung hat Goretzka. Hat ein ordentliches Spiel gemacht, war aber nicht allzu auffällig. Hat eine Vorlage dann zum Schluss noch gemacht beim 5:0 in der ersten Halbzeit. Und bekommt deswegen natürlich ein bisschen Credits von uns und auch eine etwas angehobene Bewertung. Hat aber nicht durchgespielt, ist zur Pause ausgewechselt worden für Savitzer. Und hat aber an sich durchaus einen guten Job gemacht. Kimmich hat durchgespielt, 9,0 Bewertung, unser Man of the Match, wenn es nach Ratings geht. Hat zum einen die meisten Ballkontakte mit
riesigem Abstand wie jeder andere Spieler, nicht nur von Bayern, sondern auch von Leverkusen. Kimmich mit 122 Ballkontakten, was fast ein Drittel mehr ist wie der Zweitplatzierte Demirbay, der 86 hat. Das sind 36 Unterschied. Das ist Wahnsinn, sowas habe ich noch nicht gesehen. Wobei, ich verfolge es jetzt auch nicht so lange, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das so normal ist. Also normal ist es nicht, aber ich habe es noch nie gesehen. Dann auch wie immer sehr gut eingebunden in das Kombinationsspiel der Bayern. Hat auch viele Pässe, viele einleitende Bälle gebracht, mit vielen Ideen dann, vor allem auch in der ersten Hälfte. In der zweiten dann wie der Rest der Mannschaft mehr im Verwaltungsmodus. Hatte dann wahrscheinlich auch etwas Mitleid mit Leverkusen. Aber dennoch ein saustarkes Spiel von Kimmich. Und das begeben die 9,0 Bewertung, obwohl er keine einzige direkte Torbeteiligung hat. Und das muss schon was heißen. Er hat auch hin und wieder, sogar oft, Bälle zurückerobert, die er oder ein anderer Teammate von ihm vorher verloren hatte. Also der war richtig on fire in dem Spiel. Deswegen diese sehr starke Bewertung von uns für ihn. Dann die Offensiven für Sané mit einer 7,7. Für uns der schlechteste vorne, was aber auch nur daran liegt, dass er nicht wirklich so effektiv war wie die anderen drei. Er nämlich mit keinem einzigen Tor, peinlich. Die anderen drei haben insgesamt 5 zusammengeschossen. Trotzdem Sané mit den meisten Schüssen aus dem Bayern-Team. 3 davon waren auch wirklich gefährlich. Einer im Innenpfosten, einer direkt auf dem Keeper, den dritten weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber auch ansonsten noch mit einigen Chancen, wo die Chancen vielleicht etwas zu groß waren, dass man sie reinmachen könnte. Einmal stand er eher mit dem Ball am Kopf direkt vor Radetzky und haut den Ball direkt in die Zuschauer rein. Ja, unlucky. Muss das nächste Mal einfach besser machen, dann kriegt er auch eine 9er Bewertung. Dann auf der anderen Seite, Gnabry hat wieder 2 Tore gemacht. Der hat es in letzter Zeit mit seinen Doppelpacks. Und noch dazu ein Doppelpack innerhalb von 3 Minuten. Das 4-0 und das 5-0 lagen nur 3 Minuten auseinander. Einmal mit einem richtig geilen Ball von Müller ist es 4-0 von ihm vorbereitet worden. Er hat den Ball dann auch sehr stark mit einer kurzen Berührung über Radetzky drüber oder an Radetzky vorbei befördert und dann ins Tor. Ist wirklich sehenswert, eigentlich alle Tore von Bayern. Und dann auch mit einem sehr schönen, sehr flinken Doppelpass mit Goretzka, den er dann aber auch sehr stark einnetzt. Auch ein sehr starkes Spiel von Gnabry und deswegen eine 8,5er Bewertung von uns. Dann Müller und Lewandowski. Nach Kimmich die am besten bewertetsten Spieler in Bayern in diesem Spiel. Lewandowski mit 2 Toren aus 2 Torschüssen. Starke Bilanz. Und auch sonst hat er nur einen irgendwie woanders hingefeuert. Also sehr effektiv. Ist dann auch später ausgewechselt worden, hat bis dahin aber dann nicht mehr ganz so viel zu tun gehabt, denn Bayern war halt in der zweiten Hälfte im Verwaltungsmodus, es sind nicht mehr ganz so viele Chancen bei rumgekommen. Ansonsten aber auch, genauso wie Müller, sehr gut eingebunden ins Kombinationsspiel und hat sich, genauso wie Müller, die 8,9 verdient. Mit 2 Toren eher, Müller mit einem Tor einer Vorlage. Es sind auf jeden Fall starke Statistiken und auch noch stärkere Spielweisen, falls man das so sagen kann. Also die Art, wie die Tore herausgespielt waren oder wie Bayern im Generellen gespielt hat, war schon auch nochmal sehr beeindruckend. Zumindest für die erste Hälfte. Dann ein Wechselspieler. Stanisic ist schon in der ersten Hälfte für Davis gekommen. Beim Stand von 5-0. Wir wissen, das Spiel ist 5-1 ausgegangen. Deswegen, ja, so viel Offensiv ist da bei Stanisic und bei den anderen Einwechselspielern in der zweiten Hälfte nicht mehr gegangen. Trotzdem hat er seinen Job gut gemacht und hat sich die 7,1 verdient. Ähnlich wie Sabitzer, der zur Pause für Goretzka reingekommen ist, hat auch noch die ein oder andere gefährliche Situation gehabt mit einem sehr schönen Fernschuss.
Leider ist dabei kein Tor rumgekommen, auch keine Vorlage. Deswegen trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Jetzt nicht nichts Krasses, weil eben nichts leider funktioniert hat. Aber trotzdem die 7,0 verdient. Richards auf der Linksverteidigerposition. Dann etwas später reingekommen. Hat seine Sache aber auch gut gemacht, wenn auch nicht übermäßig. Und hat Davis eigentlich ziemlich gut ersetzt. Stanisic ist zu dem Zeitpunkt dann auf die rechte Seite rübergewandert und hat dort den Rechtsverteidiger gegeben, während Richards eben links den Linksverteidiger gemacht hat. Hat sich offensiv auch immer wieder gut eingeschaltet. Man merkt aber schon noch, dass er relativ wenig Erfahrung hat in der Bundesliga, was in dem Spiel jetzt aber auch nicht so schlimm war. Dann das Comeback von Coman. Er und Musiala sind dann für Lewandowski und Müller reingekommen. Haben beide eigentlich ein gutes Spiel gemacht, wenn auch nicht so viel bei rumgekommen ist, denn ja, zweite Halbzeit war nicht mehr so offensiv. Das heißt, Bayern hatte zum Schluss gefühlt 4 Flügelspieler auf dem Feld. Sind aber trotzdem noch zu guten Abschlusschancen gekommen und haben ja die Sache dann auch ordentlich runtergespielt. Gut, das war's dann von der Spielbewertung bis dato. Jetzt machen wir gleich weiter noch mit den Tipps. Mit dem Tipp anschauen von dem letzten Champions League Spieltag. Und da waren wir nicht wirklich erfolgreich. Man kann sehen, nur ein einziges Ergebnis ist nicht rot eingerahmt, nämlich das 3:1 Tipp von Immanuel von Ajax gegen Istanbul. 2:0 ist es ausgegangen, der Rest alles falsch. Donetsk gegen Inter 0:0, das hätte man sich vielleicht noch irgendwo denken können. Das ist letztes Jahr, meine ich, das gleiche Duell gewesen mit dem gleichen Ergebnis. Deswegen Inter Mailand dann auch aus der Champions League und auch generell aus den europäischen Wettbewerben herausgeflogen ist. Dann aber, was man sich nicht hätte denken können, ist, dass Sheriff Tiraspol Real Madrid 2:1 besiegt. Bis auf einen Kumpel von mir, der auf Sheriff getippt hatte. Und zwar genau mit dem Ergebnis und da ganz schön Geld gemacht hat. Dann gehen wir weiter zu einem Kantersieg von Liverpool gegen Porto, auch ein 5:1. Und starke Performance hätten wir Liverpool in der Form nicht zugetraut. Wir waren alle bei 2 Toren Differenz. Atletico gegen Milan hatte niemand von uns auf Atletico getippt. Bei Leipzig gegen Brügge hatte auch niemand von uns auf Brügge getippt, deswegen gibt es auch hier keine Punkte für irgendwen. Dann, bei Paris gegen City hatte auch niemand auf Paris getippt. Wir waren alle mehr auf dem Trip, dass City das Spiel gewinnt. Hat sich nicht so als Wahrheit herausgestellt. Dann Dortmund gegen Sporting. Hatten wir alle zumindest die richtige Tendenz. Immanuel und ich noch mit dem richtigen Torverhältnis. Zenit gegen Malmö hatte ich nicht damit gerechnet, dass Zenit so deutlich gewinnt. Oder überhaupt gewinnt. Deswegen gibt es für mich hier nur keine Punkte. Bei Atalanta. Lennart mit dem ersten 5 Punkte in diesem Spieltag. Wir waren wirklich nicht so gut in diesem Spieltag. Niemand von uns hatte darauf getippt, dass Juve gegen Chelsea gewinnt. Deswegen gibt es für niemanden von uns hier Punkte. Und nur für Lennart gibt es im Spiel Wolfsburg gegen Sevilla Punkte. Und hier nochmal, hatte niemand außer Emanuel damit gerechnet, dass Benfica gegen Barca gewinnt. Und auch er war der Einzige, der Red Bull Salzburg einen Sieg gegen Lille zugetraut hat. Dafür waren wir dann alle auf der richtigen Spur, beim Menü gegen Villarreal, Lennart sogar mit dem richtigen Ergebnis. Und in der Endabrechnung mit unserem Spiel, wo wir zwar auch alle auf der richtigen Fährte waren, aber dann noch teilweise ein oder zwei Tore zu wenig für Bayern getippt hatten, ergibt sich der Stand der Dinge, dass ich komplett abgeschlagen bin. Ich meine, ich habe um die 10 Punkte. Emanuel hat 19, Lennart 21. Also Glückwunsch an der Stelle an Lennart. Ich hoffe, der Spieltag wird besser. Ob er besser wird, das sehen wir jetzt an meinen Tipps. Und auch, scheiße, nicht nur meinen, sondern auch den von Emanuel und Lennart. Meine Güte. Denn wir tippen alle drei auf City. Kann nicht, schon mal nicht ganz so viel schief gehen. Von mir im Vergleich zu den anderen beiden. Wo es dann schief gehen kann, ist, als ich
auf Sporting getippt habe und Emanuel und Lennart auch beide auf Istanbul. Anders als gerade tippen Lennart und ich aber jetzt auf Real und Emanuel tippt auf einen Donetsk-Sieg gegen Real Madrid. Er traut ihnen offenbar nicht mehr ganz so viel zu, nachdem sie gegen Sheriff verloren haben. Wobei haben ja eigentlich beide Mannschaften auch Donetsk hat gegen Sheriff verloren. Dann Lennart traut Sheriff wieder einen Punkt zu, diesmal gegen Inter. Emanuel und ich sagen, Inter gewinnt knapp, aber sie gewinnen. Bei Porto gegen Milan bin ich der Einzige, der Porto einen Punkt zutraut. Emanuel und Lennart tippen beide auf Milan. Dann beim nächsten Spiel. Emanuel und ich sind auf Liverpool, sogar mit dem gleichen Ergebnis. Lennart tippt auf Atletico. Bei Paris gegen Leipzig traut Leipzig niemand einen Punkt zu, aber zumindest ein Tor. Emanuel traut Dortmund keine 3 Punkte zu, Lennart und ich schon. Bei Salzburg gegen Wolfsburg ist Lennart der Einzige, der Wolfsburg noch immer einen Sieg zutraut. Emanuel und ich tippen jeweils 3 zu 1. Bei Barcelona gegen Kiew tippt Emanuel auf einen Kiewer Sieg. Lennart und ich bleiben bei Barcelona. Chelsea gewinnt bei uns unterschiedlich hoch. Bei mir 1 zu 0, Lennart 3 zu 0, Emanuel sagt 5 zu 0. Bei Petersburg gegen Turin tippen wir auf einen knappen Turiner Sieg. Bei Lille gegen Sevilla tippt Emanuel auf einen hohen Lille-Sieg oder einen zumindest Sieg mit vielen Toren. Lennart und ich sind doch dann eher bei Sevilla. Und bei Bayern gegen Villarreal sind wir uns das erste, aber tatsächlich nicht das letzte Mal komplett uneinig. Emanuel tippt auf Villarreal, ich auf einen Unentschieden, Lennart auf Young Boys Bern. Und ich bin wieder der Einzige, der von Unentschieden tippt bei ManU gegen Bergamo. Emanuel tippt auf ManU, Lennart auf Atalanta. Dann kommen wir zu unseren Aufstellungstipps. Dieses Mal sind ja zwei wichtige Spieler nicht dabei. Davis fehlt mit leicht angeschlagenen. Fehlt leicht angeschlagen, ist ja auch relativ früh gegen Leverkusen ausgewechselt worden. Stattdem haben wir uns für unterschiedliche Optionen entschieden. Emanuel geht hier für Richards und Upa Süle und Stanisic in der Verteidigung. Und der zweite Auswechslung ist Sabitzer, der bei uns allen drei für Goretzka kommt. Ich gehe in der Verteidigung auch mit Richards, allerdings setze ich auf ein anderes Innenverteidiger-Duo. Bei mir sind es Hernandez und Pavard, der das erste Mal Innenverteidiger spielen darf unter Nagelsmann. Und bei Lennart schaut es so aus, dass er weiterhin Süle auf rechts hat, Hernandez auf links, Upa und Pavard in der Innenverteidigung. Aber auch ihr habt Sabitzer für Goretzka reingebracht, der auch nicht dabei ist. Gut, dann kommen wir noch zu unserem abschließenden Tipp fürs Bayern-Spiel. Dort tippen wir nämlich auf ein 3 zu 1 oder auf ein 4 zu 1 für Bayern. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wenn nicht, Feedback gerne in die Kommentare, auch mit dem Video hier. Generell Verbesserungsvorschläge und alles in die Kommentare. Dann würde ich sagen, war's das. Schaut bei uns auf Insta vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt und vielleicht auch noch ein paar andere Videos anschauen. Ihr könnt euch auch gerne noch ein bisschen lustig über unsere Predictions machen. Aber ansonsten viel Spaß beim Bayern schauen und tschüss.